Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu Tech Battle, Folge Nummer 86. Neue Runde, neues Glück. Damit legen wir los. Viel Spaß! Sleeves selbst gestalten oder vordefinierte Längen und Farben als Ersatz- und Verlängerungskabel. Cable Mods Konfigurator bringt deinen PC auf das nächste Level mit Sleeves RGB-Beleuchtung und vieles mehr. Wähle einfach dein Netzteil und die Kabel, die du brauchst und lass deiner Kreativität freien Lauf. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. So, unter dem Motto Budget Gaming PCs haben es in die heutige Folge geschafft. Emil, Felix, Dexter und Max, herzlichen Glückwunsch meine Freunde, vielen Dank für eure Teilnahme. Und das Voting zur letzten Ausgabe hat ergeben, das Setup von Timo hat euch am besten gefallen. Dann noch eine kleine Randinformation, und zwar konnte ich in den Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli nicht unbedingt jedes Setup runterladen über WeTransfer.com, weil einiges schon gelöscht wurde. Wer jetzt in diesem Zeitraum irgendwas eingeschickt hatte, einfach nochmal erneut einsenden und dann neue Runde, neues Glück für all diejenigen, die das auf den zweiten Versuch so versuchen. Ja, sei es drum, wie auch immer, legen wir los. So, unter dem Motto Budget Gaming PC schauen wir uns heute zunächst einmal stets die PCs an, gefolgt von der eigentlichen und restlichen Peripherie. Und zwar sehen wir hier den PC von Emil, bestehend aus einem i3 550 und einer GTX 560 Ti. Und das Ganze hier in einem, ja, eigentlich noch fast älter wirkenden Gehäuse, wenn man sich das Ganze mal von der Struktur und von der Aufmachungsart anschaut. Macht aber im Grunde gar nichts, denn das Ganze passt doch irgendwie zusammen, gerade auch mit der restlichen Hardware und vor allen Dingen hier, sehr interessant und mittlerweile auch sehr selten zu sehen, ein i3 aus der ersten Core-i-Serie. So, damit kommen wir zur Peripherie, und zwar sehen wir hier mit Wandmontage einen 22 Zoll Acer-Monitor in Kombination mit 25 Euro Boxen von Logitech, so hier das Zitat von Emil, und davor sehen wir dann die Rocket ISGO FX, eine Rocket Kiro und ein Razer Mousepad. Und über dem Monitor sehen wir dann noch jede Menge OVPs von Apple, gefolgt von der OVP der Maus. Und was ich hier echt cool finde, hatten wir glaube ich so bei Tech Battle bisher gar nicht, ist diese kleine Disco-Kugel samt Beleuchtung auf dem PC-Gehäuse. Kabelmanagement und Beleuchtung. Die Beleuchtung ist auch hier sehr simpel gehalten, aber dennoch effektiv. Und das Kabelmanagement ist so lala, denn das Ganze ist oberhalb gesehen okay, gut, die Kabel von dem Monitor könnte man noch in einen kleinen weißen Kabelkanal unterbringen, aber das, was halt unter dem Schreibtisch so abgeht, ist im Grunde, nee, wirklich nicht schön geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass Emil einer derjenigen ist, der von meinem neuesten Video das beste Kabelmanagement oder das ultimative Kabelmanagement zu gestalten doch recht profitieren könnte. Verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung oder jetzt hier über das kleine i. Ansonsten ein solides Budget-Gaming-PC-Setup und damit kommen wir zum Setup von Felix. So, jetzt wird es etwas dunkler, weil hier mit einer Vignette gearbeitet wurde, um die Bilder noch etwas schöner zu gestalten, sei es drum. Und zwar auch hier der PC. Der besteht aus einem Charcoon-Gehäuse und darin verbaut ist eine GTX 1050 Ti von Zotac und ein i5. Ja gut, das Kabelmanagement ist schlichtweg nicht vorhanden. Felix, das tut mir wirklich schon in der Seele weh, wenn ich das Ganze sehe, was einfach deiner Hardware hier so zugemutet wurde. Mach's bitte besser, weil das ist Kacke. Und hier sehen wir dann zunächst einmal noch zwei Monitore. Dazu gibt es dann noch ein Blue Snowball Mikrofon, eine Logitech G402 und eine mechanische Tastatur. Sehr kompakt, aber sehr cool in weiß. Ja gut, und was ich eben schon angesprochen habe, war das Kabelmanagement. Ich würde sagen, ganz allgemein kann dieses Setup grundsätzlich auf kein gutes Kabelmanagement zurückgreifen. Wenigstens gibt es dann noch eine gute Beleuchtung unterhalb des PCs und auch hinter dem Monitor. Dazu noch ein grünes dekoratives Element auf dem PC. Und ansonsten ist dieses Setup an sich recht kompakt, aber was ich nicht ganz so cool finde, ist, dass das Mauspad und damit auch die Maus auf zwei Schreibtischen liegt. Das ist gerade von der Bedienung, wenn man jetzt irgendwie immer so eine Kante drin hat, echt bescheiden. Also Felix, ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Setup einmal komplett neu gestalten sollte, falls möglich. Ja gut, sei es drum, bei diesem Setup habe ich jetzt so einiges genannt, was man verbessern könnte. Und damit kommen wir zum Setup von Dexter. Und Dexter zeigt uns hier zunächst einmal einen i5 6500, auch hier mit einer GTX 1050 Ti, das Ganze von KFA. Und alles wurde wiederum verbaut in dem Charcoon VG5W-Gehäuse. Ein Klassiker in meinen Augen. Ja, relativ einfach gehalten, klassischer Budget-Gaming-PC, aber auch so vom Kabelmanagement echt super vorzeigbar.
Das hatte ich eigentlich gerade nicht erwartet, nach dem, was ich eben gerade so gesehen habe. Also hier auf jeden Fall Daumen nach oben für dieses Kabelmanagement. So, zunächst einmal gibt es einen Samsung-Fernseher, 40 Zoll, mit passender Wandmontage und vor allen Dingen Kabelkanal. Endlich hat mal jemand diesen Tipp beherzigt und das Ganze auch so umgesetzt. Super cool anzusehen. Und dann gibt es noch einen 22 Zoll Acer-Monitor in Kombination mit einer Sharkoon-Tastatur und einer Rocket Lua. Und dazu gibt es dann noch ein Rocket Kanga Mousepad. Ein grünes dekoratives Element bzw. noch eine persönliche Note würde diesem Setup auf jeden Fall sehr gut stehen. Die Beleuchtung ist auch hier sehr cool gemacht, hinter dem Fernseher und natürlich nochmal an der Tischkante. So, und wie gesagt, das Kabelmanagement ist gerade auch ausgehend von dem Kabelkanal vom Fernseher, aber auch vom restlichen her. Und damit würde ich sagen, ein cooles Budget Gaming Setup. Und damit kommen wir zum letzten Setup für diese Folge. Und das ist das von Max. Was wir hier sehen, ist ganz klar der PC von Max und dieser besteht aus einer FX 6300 und ebenfalls einer GTX 1050 Ti und das Ganze wurde hier in einem Sharkoon VG4 Gehäuse verbaut. Ja gut, kann man so machen, aber das Kabelmanagement ist hier semi geil und was irgendwie gar nicht so wirklich zu diesem PC passt, ist dann diese kleine Aufklebehaltevorrichtung mit dem Intel Emblem, das passt dann überhaupt nicht. Damit kommen wir zur restlichen Peripherie. So, als Monitor gibt es einen 23 Zoll Samsung Monitor und dazu gibt es dann noch oben, so quasi in dieser, naja, Ablage positioniert, einen zweiten weiß gehaltenen Monitor mit dem GTX 1080 Ti Bild. Im ersten Moment dachte ich, das ist irgendwie nur ein normales Bild, bis ich dann diese kleinen Button gesehen habe, dachte ich mir, auf jeden Fall ein Monitor mit einer recht ungewöhnlichen Position, so weit oben, weil das macht irgendwie keinen Sinn, sei es drum. Dann sehen wir noch einen Rocket Cova Plus und eine Titanwolf Invader Tastatur. Was ich bei diesem Setup noch verändern würde, ist beispielsweise das Kabelmanagement im PC, aber natürlich auch die Position des linken Monitors, so überhalb des PCs. Der macht da überhaupt keinen Sinn, aber okay. Ja gut, die Kabel von Maus und Tastatur könnte man noch zu einem einzigen Strang zusammenführen. Ja Freunde, das war's zu TechBattle Folge Nummer 86. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Ansonsten sehen wir uns vor allen Dingen erneut in der nächsten Folge wieder. Damit wünsche ich euch noch eine entspannte Hardwarezeit. Bis neulich und ciao.